The goal is really huge. Sometimes you would wish to have seven arms. You know, I like the idea, and as I said, for me, it's a great honor to be there. Can't wait to see it in the real. Everyone says Vienna, people know Prater and the wheel. So, you know, for me, it's a great honor, and I was quite impressed with the project. An diesem riesigen Kunstwerk hinter mir sehen kann, hat die Fußball-Europameisterschaft durchaus etwas mit Kunst zu tun. Jetzt wurde sogar das Riesenrad eingekleidet und das in einem Tormann-Outfit sozusagen. Peter Cech heißt der Mann und kommt, wie gesagt, aus Tschechien. Ein super Tormann, so schaut er aus. Und während der EM bleibt genau das Riesenrad jetzt immer so, gell? Endlich ist es soweit. Das große Endspiel in der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien steht unmittelbar bevor im Ernst-Happel-Stadion, hier ganz in der Nähe vom Wiener Prater. Das Finale im Wiener Prater, das große Ziel von Tschechiens Weltklasse-Torhüter Petr Cech. Er, der das als erster zu spüren bekommen soll, hängt derweil in Wien ab. Ein Bild des wahrscheinlich besten Torhüters der Welt. Petr Cech ist für uns natürlich ein Partner. Als Welttorhüter, zweimal gewählt als bester Torhüter der Welt. Der spielt auf allerhöchstem Niveau, gerade im Champions-League-Finale. Ich denke, das passt hierher.